Ja, grüß euch gut, Madl und Burm, hier ist wieder der Peter vom Barbecue Altperlach. Heute leicht italienisch unterwegs, heute gibt es eine Carbonata di Manzo alla Paisana. Und jetzt habe ich es endlich fehlerfrei rausgekriegt. Heute gibt es Rindfleisch auf Bauernart, ein Rezept aus der Emilia-Romagna. Und so schaut es aus. Und die schaut nicht nur gut aus, die schmeckt auch gut. Und jetzt sage ich euch, wie wir das gemacht haben. Viel Spaß dabei. Ja, was brauchen wir jetzt für unsere Carbonata di Manzo alla Paisana? Oh, das habe ich jetzt auch gut gesagt, oder? Spinnst du? Rindfleisch auf Bauernart heißt es auf Deutsch. Habe ich vor mir, zeige ich euch jetzt. Wir legen los mit 8 Rouladen. Wunderbar marmoriert. Aus dem Hofladen natürlich. Dann haben wir hier drin Pfeffer und Salz. Eine gehackte Zwiebel. 2 bis 3 gehackte Knoblauchzehen. Ein Lorbeerblatt. Ungefähr ein Esslöffel Tomatenmark, ein bisschen Butter und Mehl, einen Rotwein, da habe ich hier einen, wie heißt der, Freudentrauben aus Franken, ein Schwarzriesling und Olivenöl. Wir können eigentlich schon fast hinausgehen und loslegen. Zuerst müssen wir aber die Rouladen ein bisschen kleiner schneiden und mehlieren, bevor wir dann in den Topf gehen, in den Topf, in den Dutch Oven. Theoretisch könnte man das auch mit jedem anderen Fleisch machen. Aber original ist es mit Rouladenfleisch. Ja, und die erste Rouladen nehmen wir uns jetzt vor. Und zwar, die haben wir hier einfach mit dem Messer, die so in so 3 Scheiben schneiden. Ich habe jetzt Scheiben gesagt, Scheibe war es ja schon, in 3 Teile. Dann die hier mehlieren. Überschüssiges Mehl klopfen ab. Dann können wir es mal flug zur Seite legen. So, schau her, geht, da kann man es wieder zusammenfügen. Es liegt sie hier. Ich habe Mehl an. Übrigens bei Mehlarbeiten immer schwarze T-Shirts anziehen. Es gibt ganz interessante Farbeffekte. Wir müssen jetzt portionsweise abraten und deswegen fangen wir mit der an. Und während die brutzelt, der wir dann immer schwungweise die nächsten mehlieren. Und das machen wir jetzt alles draußen. Und ja, auf geht's. Und draußen sind wir. Und saukalt ist. Ich habe jetzt hier den Dutch Oven auf meine Seitenkochstelle gestellt. Ja, mir ist bewusst, dass man Dutch Oven auch mit Kohle betreiben kann. Machen wir heute aber nicht, weil ich hier einfach jetzt ein bisschen mehr Platz habe, den Grill als Ablage hernehmen kann und so weiter. Also verzeiht es mir, aber es kommen schon wieder genug Videos mit Kohlen unten auf, links und rechts vom Dutch. Und da haben wir auch schon ein paar. Also ich konnte es schon. Also, Dutch Oven hier. Das ist ein Camp Chef, 10 Zoll. Und den lasse ich jetzt warm machen und dann werden wir ein Gemisch aus Butter und Olivenöl da drin erwärmen. Hinein mit dem Olivenöl, rein theoretisch ungefähr ein Esslöffel, aber da wir so viel Fleisch zum Anbraten haben, darf es ruhig ein bisschen mehr sein. Zum Öl gesellt sich der Butter. Wer jetzt sagt, der Butter ist falsch, das heißt die Butter, nein, heißt nicht, ist ein italienisches Rezept. Und was sagt der Italiener? Il burro, der Butter. Haben wir das geklärt? Machen wir weiter. Butter und Öl sind jetzt geschmolzen und jetzt lege ich hier mein Rouladchen hinein. Das war gerade Außentemperatur, gell? Hätte ich jetzt gemeint, dass das mehr sprutzelt, tut es aber nicht. Jetzt aber. Alle Fleischscheiben werden jetzt nacheinander anbraten, die sollen einfach nur ein bisschen Farbe nehmen. Dann tut man die raus, die nächste rein, etc. pp. Das erspare ich euch jetzt, weil das dauert ungefähr eine halbe Stunde. Und ja, also wie gesagt, die erste ist drin. Und brutzeln wird es dann auch langsam. Also nach 2 Minuten nennt man das, also das muss jetzt gar nicht richtig dunkelbraun werden. So, und nur mal so 2 Minuten und dann die nächste Runde. 18,5 Stunden später haben wir alles anbraten, schaut jetzt unseren Berg an. Jetzt holen wir hier da die letzten noch raus. Da bilden sich da unten immer so, ja, auf Bayerisch sagt man Gramin. Das ist ein Feature, gell? Weil das sorgt jetzt dann dafür, dass wir da eine vernünftige Sauce und eine gescheite Bindung drin. Ist es gut und das ist so ein richtig herzerwärmendes Gericht.
Ich habe zwischendurch ein kleines bisschen Butter und Olivenöl dazu da, weil durch das Fett wird natürlich aufgesaugt. Ach, durch das Fett, durch das Mehl, Weißmehl. Genau, das, was ich da überall habe. Und jetzt geht es weiter hier. Und der Zwiebel da rein. Und der Knoblauch kommt auch dazu. Wir haben jetzt alles so ein bisschen anrösten, bis die Leute wieder sagen, da riecht es aber gut. Also Zwiebel soll ungefähr glasig werden. Ja, jetzt tue ich einmal das ganze Fleisch da rein. Wo ich das Obrot nicht abgelegt habe. Öl und Gramin. Nehmen wir alles mit. Und nehmen wir mal so ein bisschen durchmischen. Jetzt haben wir unser Lorbeerblatt. Gell? Auch eine wichtige Würze hier drin. Im Originalrezept heißt es Lorbeerblatt nehmen, zwischen den Fingern zerreiben. Das machen wir hier gerade. Habt ihr es gesehen, wie ich Lorbeerblätter zerreiben kann? Jetzt einmal durchschwenken. Und dann gießen wir auf. Dann werden wir ein bisschen salzen. Und Pfeffer. Und gießen den Wein an. Da könnt ihr ja jeden Wein nehmen, den ihr mögt. Vielleicht nicht unbedingt jetzt einen aus dem Tetrapack. Ungefähr einen halben Liter. Das ist ungefähr ein halber Liter. Hinten nicht und vorne nicht. Ist das ein halber Liter? Geht noch ein Stück. Also so soll das jetzt sein. Das Originalrezept für die Carbonata Di Manzo alla Bel Paese, also Carbonata, ich glaube, ich habe vorher Caponata gesagt, Caponata kommt später, sagt, dass man das jetzt bei leicht, ganz leicht geöffnetem Deckel schmort. Ihr wisst ja, die Dutch Oven haben hier diese Kerbe, die meisten, fürs Thermometer. Das mache ich jetzt einfach so, dass ich das so aufsetze, dass der Deckel auch hier in der Kerbe ist. Dann kommt da so ein bisschen was raus und der Effekt ist der gleiche. Jetzt eine Stunde schmurgeln und dann soll es fertig sein. Fertig ist aber dann, wenn das Fleisch einigermaßen weich ist. Kann auch eineinhalb Stunden dauern oder eine Viertel oder Stunde zehn. Ja, nach nur mehr eine Viertelstunde ist es fertig. Es hat einfach nur die ganze Zeit vor sich hin geschmurgelt. Wir haben es jetzt reingeholt. Es ist wirklich bitterkalt draußen. Und ihr seht hier, bin ich wieder ein bisschen legerer im Warmen. Schaut es euch mal an. Also hier wunderbar. Ah, oh, die Sauce. Schön sämig. Soll ich mal probieren? Dieser Weingeschmack. Ein bisschen Salz und Pfeffer. Ja, und jetzt fehlt eigentlich nur noch ein kleiner Trick. Und zwar haben wir hier unser Tomatenmark. Das nehmen wir hier in eine Schüssel. Unser ganz ein kleines bisschen Wasser dazu. Und rühren das jetzt bloß so ein bisschen geschmeidig. Dass das fast wie so ein bisschen eine feste Sauce ist. Das kommt dann nochmal oben drüber, kurz vorm Anrichten. Da haben wir neulich ein türkisches Rezept gehabt. Gell? Ist einfach Tomatenmark mit Butter verrührt worden. Also wenn ihr ein bisschen Kalorien braucht, kann das auch mit flüssiger Butter verrühren. Ja, und so schaut es dann aus, wenn es fertig ist und es riecht. Unglaublich, schaut es her. Carbonata di Manzo. Alla Paisana, unser Rindfleisch auf Bauernart. Hier noch diese Tomatenmark-Soße. Ein paar Nudeln haben wir dazu gemacht. Und ich habe schon probiert, das Fleisch ist zart. Die Soße ist geil. Ein bisschen Salz und Pfeffer hat es noch braucht. Und ansonsten perfekt. Und jetzt gehe ich essen. Ja, und dann habe ich natürlich noch das Getränk. Ich bin ja großer Freund von dem, dass man das trinkt, was man ins Essen tut. Und ins Essen getan haben wir das da. Einen Freudentrauben Schwarzriesling trocken. 2015 heißt das. Von der Winzergenossenschaft Franken in Kitzingen. Allmächt. Grüße an den Sven, den alten Franken. Der heißt Freudentrauben, weil da gehen 50% pro Flasche an einen guten Zweck. Das heißt, wenn man jetzt sagen wir mal im Monat 20 Flaschen trinkt, dann hat man quasi 10 Euro gespendet. Das ist ein Schwarzriesling. Hat gar nichts mit Riesling zu tun. Trinke jetzt hier aus einem rustikalen Becher, weil das ist ein rustikaler Wein.
Der Schwarzriesling ist eine Abart quasi vom Burgunder oder eine Vorstufe. Ich habe den vorher schon mal probiert. Ein erstaunlich leichter, nicht allzu trockener Wein. Der so als Süffelwein ist ja gar nicht schlecht, das sage ich euch. Kostet ungefähr, du hast ihn gekauft. 4 Euro kriege ich signalisiert. 4 Euro im Edeka Linzmeier in Altberlach. Vielleicht gibt es im lokalen Edeka bei euch auch. Also es ist jetzt so ein Alltagswein für Soßen und so weiter. Also habt ihr es ja gesehen. Ideal. Und ansonsten, ja, probiert es mal aus. Geht sowas gut? Ja, das gefällt mir. Was wollte ich noch sagen? Ja, genau. Hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Falls dem so ist, würde ich mich über einen Daumen hoch, netten Kommentar wie immer sehr freuen. Solltet ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben, da unten aufs Logo drücken und schon habt ihr diesen Makel beseitigt und glücklich macht's auch. Und ansonsten sehen wir uns bald wieder. Macht's es gut und pfiat euch. Da kann's echt für einen guten Zweck. Hm? Sehr gut. Für die Bedürftigen.